Herzlich willkommen auf Consutech. In diesem Video geht es um die besten Drehmomentschlüssel. Der Qualitätssieger in unserem Drehmomentschlüsseltest geht an den HZ-Drehmomentschlüssel. Mit dem Drehmomentbereich 40 bis 200 Newtonmeter deckt dieser Drehmomentschlüssel ideal das Anzugsmoment der meisten PKW-Reifen ab. Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr sind ideal angezogene Reifen unerlässlich. Ziehen Sie die Reifen nicht fest genug an, könnten Sie während der Fahrt Schrauben verlieren oder im schlimmsten Fall sogar das ganze Rad. Ziehen Sie die Reifen zu fest an, können sie festrosten und sind extrem schwierig zu entfernen. Außerdem können sich Ihre Felgen verziehen, wenn die Schrauben mit einem zu hohen Anzugsmoment festgezogen werden. In der Industrie und im Maschinenbau sind präzise angezogene Schrauben unverzichtbar. Dabei wird beim Arbeiten mit Ihrem Drehmomentschlüssel auf zwei Arten angezeigt, dass Sie das eingestellte Drehmoment erreicht haben, haptisch durch Kurzzweckauslösung und akustisch durch ein Knickelement. Auf diese Weise wissen Sie direkt, wann die Schraube präzise mit dem richtigen Anzugsmoment befestigt ist. Zum Einstellen des Drehmomentwertes lösen Sie die Verriegelung über den Drehkranz und drehen den Griff, bis Sie den gewünschten Wert auf der feinen Skala erreicht haben. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Stier-Drehmomentschlüssel. Der Stier-Drehmomentschlüssel ist der ideale Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und ist so unter anderem besten geeignet für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, Reifendiensten oder Montagebetrieben. Mit seiner hohen Auslösegenauigkeit, der präzisen Mikrometerskala und den schnell lösbaren Steckschlüsseleinsätze bildet er die perfekte Kombination aus Kraft, Präzision und Schnelligkeit. Hohe Auslösegenauigkeit mit lediglich plus minus 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Für den kontrollierten Rechtsanzug, fein teilbar dank zusätzlicher Mikrometerskala für präzise Einstellungen. Sowohl für den privaten wie für den professionellen Gebrauch unter anderem in Industrie, Automotive, Energie geeignet. Zum Beispiel für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparaturbetriebe, Montagebetriebe sowie Metallbetriebe. Schnelles Lösen von Steckschlüsseleinsätzen dank Druckknopf am Kopf. Auslösesignal beim Erreichen des eingestellten Drehmoments deutlich höher und spürbar. Feststellung der Drehmomenteinstellung durch Einschubring. Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Drehmomentschlüsseltest ist der Famex 10886. Die Messgenauigkeit ist das entscheidende Kriterium bei einem Drehmomentschlüssel. Dazu wird im Famex-Drehmomentschlüssel eine hochwertige Feder in der Mechanik eingebaut, die enge Toleranzen einhält. Die Kalibrierung erfolgt auf elektronischen Kalibriergeräten des Premium-Herstellers Norva. Die Kalibriergeräte werden regelmäßig geeicht. Die Kalibrierung erfolgt von qualifiziertem Personal. Auch hochwertige elektronische Kalibriergeräte sind fehleranfällig. Die Kalibrierung ist aufwendig und wird durch Menschen gemacht. Aber Menschen sind nicht unfehlbar. Der Famex Drehmomentschlüssel ist gegen Überlastung geschützt. Bei Fehlbedienung mit Überlastung ab ca. 20% Drehmoment über dem höchsten Einstellwert bricht die Sperrklinke als Überlastschutz im Knarrenkopf. Dadurch wird die Beschädigung der Messmechanik oder die Verstellung der Kalibrierung verhindert. Mit Verlängerung, sowie einem Adapter für kleinere Steckschlüsseleinsätze mit dem 10 mm 3/8 Zoll Antrieb, beides aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Aufgrund der verwendeten, besonders hochwertigen Chrom-Molybden-Legierung konnten die Steckschlüsseleinsätze besonders schlank gestaltet werden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.